Grüß Gott, meine Damen und Herren, liebe Freunde im Wirtschaftsbeirat. Leider erlaubt es die Coronavirus-Krise nicht, dass wir uns wie üblich in unserem Veranstaltungsprogramm treffen und miteinander über Fragen und Probleme diskutieren. Wir können deshalb die neuen Medien nutzen, um diese Diskussion mit Ihnen zu pflegen und voranzutreiben. Ich bin persönlich der Auffassung, dass wir zwar jetzt durch ein wirtschaftliches Tal gehen, dass wir eine Rezession haben, dass es uns aber gelingen wird, im Anschluss daran schnell eine wirtschaftliche Erholung wieder zu erreichen, einen kräftigen Aufschwung zu haben, unter einer Voraussetzung. Und diese Voraussetzung ist wichtig. Es muss uns gelingen, die wirtschaftlichen Strukturen zu erhalten, das Zusammenspiel von Unternehmen, von Lieferanten, von Produzenten, von Kunden. Die Landesregierung, die Bayerische Staatsregierung und die Bundesregierung haben ja schon wesentliche Schritte unternommen, die diesem Ziel dienen. Es gibt die Schutzschirme für Unternehmen, den Schutzschirm für Arbeitnehmer und für das Gesundheitswesen. Und es ist gut zu hören, dass in Bayern auch schon die ersten Mittel fließen. Aber das hindert uns nicht, noch weitergehende Gedanken zu machen, die dazu beitragen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu mildern und den anschließenden Aufschwung zu erleichtern. Bitte sehen Sie das jetzt nicht als Besserwisserei oder als Kritiklust an, wenn wir hier konkrete Vorschläge machen. Diese Vorschläge kommen aus der Verantwortung heraus, in einer schwierigen Situation einen konstruktiven Beitrag zu leisten, wie wir es im Wirtschaftsbeirat gewohnt sind. Ich möchte in vier Bereichen Vorschläge machen. Erstens will ich den Vorschlag machen, die automatischen Stabilisatoren, die wir zur Abpufferung von Wirtschaftsabschwungen in Deutschland haben, zu ergänzen um einen vorgezogenen Verlustrücktrag im Steuerrecht. Ich will zweitens den Vorschlag in der Regulierungspause für 2 Jahre auf nationaler und europäischer Ebene machen, für belastende Vorschriften, die die Unternehmen davon abhalten, sich in erster Linie um die Krise zu kümmern. Ich will drittens einige Vorschläge machen, die das Bankensystem stärken sollen, in seiner Kreditvergabekapazität, auch in der Fähigkeit, vorhandene Kredite weiterzuführen und nicht auslaufen zu lassen. Ich will viertens ein paar Bemerkungen machen zu den Institutionen der Europäischen Währungsunion. Sie kennen das aus den Diskussionen aus vielen Veranstaltungen heraus und auch darstellen, welche Instrumente die Währungsunion bietet, um Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu zeigen. Zum Ersten. Wir haben in Deutschland ein international als vorbildlich angesehenes System automatischer Stabilisatoren in der Wirtschaft. Das gilt etwa für das Kurzarbeitergeld, das wir jetzt ja wieder in Anspruch nehmen und das dazu dient, dass qualifizierte Belegschaften nicht durch die Krise zerstört werden und hernach fehlen, wenn sie gebraucht werden. Das gilt für die Arbeitslosenversicherung und ein wichtiger Stabilisator ist auch immer die Schuldenbremse gewesen, nach dem alten Grundsatz, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Aber es gibt einen weiteren Vorschlag und ich meine, dass ein vorgezogener Verlustrücktrag eine wichtige Liquiditäts- und Kapitalhilfe für die Unternehmen wäre. Wir haben ja im Steuerrecht, im Einkommen- und Körpersteuerrecht, das Ziel des Totalgewinns. Unternehmen sollen nicht nur in einer Veranlagungsperiode, sondern in ihrer Gewinnsituation über ihre gesamte Lebensdauer erfasst werden. Und darum haben wir die Möglichkeit, einen etwa entstehenden Verlust auf spätere Zeiten vorzutragen oder auch, wenn auch in beschränktem Umfang, zurückzutragen. Das Problem dabei ist nur, dass dieser Verlustrücktrag erst relativ spät beantragt werden kann, nämlich lange nach dem Veranlagungszeitraum. Und in der Krise wie der jetzigen, die überraschend schnell und tief ist, ist es wichtig, diesen Verlustrücktrag schnell geltend machen zu können. Mir schwebt deshalb vor, dass ein Unternehmen, ein Selbstständiger, wenn ihm der Steuerberater anhand plausibler Daten darstellt, dass es in diesem Jahr zu einem Verlust kommen wird, bereits im Rhythmus der Vorauszahlungen diesen vorgezogenen Verlustrücktrag geltend machen kann und damit eine Steuererstattung für früher entrichtete Steuern schnell bekommt. Das sind dann keine Kreditmittel, das sind echte Eigenmittel, die dem Unternehmen in der Krise zur Verfügung stehen. Sicher wäre dieser Vorschlag auch mit Einnahmeausfällen, man rechnet etwa mit einem niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag für den Fiskus, für die öffentliche Hand verbunden. Aber wenn das Ziel erreicht wird, das Unternehmen zu erhalten und später wieder Gewinne zu erzielen, dann werden diese Verluste für den Fiskus sehr schnell ausgeglichen. Zweiter Bereich. Ich glaube, es ist wichtig, in der Situation wie der jetzigen, den Unternehmen die Möglichkeit zu geben,
sich auf die Bewältigung der Krise zu konzentrieren und nicht mit neuen belastenden Vorschriften auseinandersetzen zu müssen. Deshalb der Vorschlag, in der Regulierungspause von 2 Jahren für neue belastende Vorschriften für Unternehmen und Selbstständige und dies auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene. Hierzu nur 2 Beispiele. Die Bundesregierung plant ja seit Längerem und plant dies auch jetzt noch, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Das hatte den Hintergrund, dass man in der letzten Finanzkrise 2008 gedacht hat, dass bestimmte komplizierte Finanzinstrumente oder die Einrichtung eines Hochfrequenzhandels in Millisekunden dazu beigetragen haben, die Krise zu verstärken. Es hat sich aber herausgestellt, dass es zu schwierig ist, diese komplizierten Instrumente zu belasten. Und jetzt ist übrig geblieben der Vorschlag einer Belastung nur der Aktie. Der Aktie, die das Hauptinstrument ist für die Eigenkapitalversorgung der Unternehmen, die ein Hauptinstrument ist für die Altersversorgung. Und den Handel mit Aktien speziell zu belasten, würde den Markt verzerren und auch aus Deutschland heraus verlagern in andere Länder. Er hätte größere Nachteile als Vorteile, die Einnahmen, die man sich erwartet, wären gering. Und die Staaten, die in Europa, in der Europäischen Union mitmachen würden, sind eine krasse Minderheit. Deshalb glaube ich, die Corona-Krise wäre ein guter Anlass, ein guter Zeitpunkt, diese Pläne zurückzustellen oder überhaupt aufzugeben und wieder in den Aktenschrank zurückzulegen. Ein 2. Punkt. Wir haben auf europäischer Ebene im Augenblick ja den Green Deal in einem großen Aktionsplan in 17 Bereichen, die für die Nachhaltigkeit wichtig sind, Rechtsverordnungen zu erlassen. Eine erste Verordnung, die für das Kreditsystem, für die Banken, für die Versicherungen wichtig ist, ist eine sogenannte Taxonomie. Das ist ein Kriterienkatalog, in dem haarklein, kochbuchartig, auf im Augenblick 400 Seiten festgelegt werden soll, welche Produkte, welche Verfahren mehr oder weniger nachhaltig sind, mehr oder weniger zum Ziel der CO2-Minderung beitragen. Über diese Produkte und Verfahren soll jedes Unternehmen, soll jede Bank Rechenschaft geben. Und im Gespräch mit dem Kreditnehmer soll dieser auch über seine ganze Lieferkette Auskunft geben und sie unter dem Ziel der Nachhaltigkeit überprüfen. Ich glaube, dass ein solches Verfahren die Investitionsentscheidungen erheblich verzögern würde. Es würde dazu kommen, dass sich private Investitionsentscheidungen dem langwierigen öffentlichen Investitionsprozess annähern würden. Und wir würden die Gefahr haben, dass wir eine Investitionslenkung durch die Hintertür der Kreditwirtschaft bekommen, ohne parlamentarisch verantwortete Entscheidungen der Gesetzgeber. Wenn ich deshalb dazu anrege, diese Taxonomie, die im Augenblick 400 Seiten ausmacht, aber nach den Einzelbestimmungen durch die europäischen Agenturen, in dem Fall die ESMA, die Finanzmarktagentur, sicher wie die MiFID etwa mehrere tausend Seiten ausmachen wird. Wenn ich anrege, diese Taxonomie zurückzustellen, dann nicht mit dem Ziel, die Bemühungen um Nachhaltigkeit aufzugeben, sondern wir sollten die Regulierungspause dazu nutzen, marktwirtschaftliche Instrumente für die Nachhaltigkeit, für die CO2-Reduzierung weiterzuentwickeln, wie es der Vorschlag des Sachverständigenrats und des IFO-Instituts für ein europäisches und in der Perspektive weltweites Emissionshandelssystem ausmachen. Damit würden den Unternehmen klare Vorgaben über die Planungssicherheit gegeben, aber die Entscheidung, mit welchen Verfahren sie die CO2-Neutralität anstreben und in welchen Bereichen das mit den geringsten Nebenkosten möglich ist, diese Entscheidung würde vor Ort von den Unternehmen getroffen und nicht durch eine bürokratische Verordnung ihnen vorweggenommen. Ich komme zum 3. Bereich. Im Augenblick bekommen ja die Banken zu Recht von der Europäischen Zentralbank, von der Bundesbank, liquide Mittel, die sie der Kreditversorgung der Wirtschaft zur Verfügung stellen sollen. Wir haben insgesamt ja schon einen Liquiditätsüberschuss in Europa bei den Kreditinstituten von über 1 Billion Euro. Und diese Mittel können sicherlich nicht sofort alle in die reale Wirtschaft abfließen. Deshalb muss das Bankensystem diese Mittel zwischenlagern und sie macht das überwiegend bei der Einlagenfazilität der Europäischen Zentralbank. Und teilweise muss das eine Bank auch machen, weil sie ja durch regulatorische Vorschriften gehalten ist, Liquiditätspuffer zu betreiben. Nun werden diese angelegte Liquidität von der Europäischen Zentralbank wieder mit Negativzinsen von 0,5% belastet.
Für die deutsche Kreditwirtschaft ist das eine steuerähnliche Belastung von etwa 2 Milliarden Euro im Jahr. Ich meine, die Krise sollte Anlass sein, darüber nachzudenken, diese Einlagezinsen zurückzufahren, damit die Kreditinstitute zu stärken in ihrer Fähigkeit, neue Kredite zu vergeben und bereits gewährte Kredite nicht auslaufen zu lassen, sondern weiterzuführen. Wem dieser Vorschlag zu weitgehend erscheint, der möge vielleicht einen Kompromissvorschlag aufgreifen, nämlich die vor kurzem eingeführten relativ niedrigen Freibeträge für die Kreditwirtschaft bei der Einlagefazilität deutlich zu erhöhen. Im Augenblick gibt es einen Freibetrag vom Sechsfachen der Mindestreserve. Die Schweizer Notenbank hat einen Freibetrag vom 25-fachen der Mindestreserve. Auch das wäre eine Entlastung für kleine und mittlere Institute, auch anteilig für die großen Institute. Und ich glaube, es wäre sicherlich sinnvoll, dort, wo die Schweiz schon in einem positiven Wege vorangegangen ist, ihr zu folgen. Eine Sonderbelastung hat das Bankensystem in Deutschland auch dadurch zu tragen, dass die Bankenabgabe steuerlich nicht abzugsfähig ist. Auch hier geht es um ein Volumen. Die Bankenabgabe hat etwa 2 Milliarden Euro und die Steuerbelastung hieraus ist nicht unerheblich. Diese Bankenabgabe ist der Sache nach wichtig. Sie dient der Finanzierung eines Sonderfonds zur Restrukturierung von Instituten, eines Vorsorgefonds für eine mögliche Krise, damit nicht wieder der Steuerzahler wie beim letzten Mal in der ersten Reihe derer steht, die den Banken aushelfen müssen, sondern dass die Banken im Wege der Selbsthilfe dies tun können. Aber es besteht kein Anlass, diese Bankenabgabe, denn die Betriebsausgabe ist, wie jede andere auch, steuerlich nicht abzugsfähig zu erklären. In Frankreich etwa, bei unseren wichtigsten Wettbewerbern, können die Institute die Bankenabgabe abziehen. Und die Krise wäre ein Anlass, meine ich, diese Ungleichheit in der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb Europas zu beseitigen. Lassen Sie mich zum vierten Punkt kommen, die Situation in der Europäischen Währungsunion. Sie kennen das aus vielen Diskussionen, die wir in Veranstaltungen im Wirtschaftsbeirat gehabt haben. Gibt es Instrumente in der Währungsunion, Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu zeigen? In der Öffentlichkeit wird hier wiederum der Vorschlag gemacht, der in bestimmten Zeitabständen auch schon früher wiederholt worden ist, Gemeinschaftsanleihen unter dem Namen Eurobonds oder jetzt in der Krise Corona-Bonds einzuführen. Dieser wohlklingende Name vernebelt etwas, dass es darum geht, dass bei diesen Anleihen ein empfangender Mitgliedstaat über die Verwendung der Mittel entscheiden soll, dass aber die Haftung für die Rückzahlung der Kredite die Gemeinschaft haben soll. Sie wissen aus Ihrem privaten Bereich, aus dem Unternehmensbereich oder aus einer Kommune, welche Fehlanreize es schafft, wenn über die Verwendung einer entscheidet und über die Rückzahlung der Mittel ein anderer die Verantwortung trägt und die Haftung das Risiko trägt. Es kommt zu erheblichen Fehlanreizen. In Europa werden notwendige Strukturreformen hinausgeschoben und die finanziellen Mittel vielleicht für andere kurzfristig populärere Maßnahmen ausgegeben, die aber langfristig nicht das Wachstumspotenzial erhöhen. Deshalb ist von diesem Weg, jetzt in der Krise spezielle Bonds einzuführen, abzuraten. Im Gegenteil, sie würden nur Unsicherheit schaffen und die Architektur der Währungsunion, die wohl diskutiert und abgewogen ist, in Mitleidenschaft ziehen. Aber es gibt zwei beruhigende Nachrichten. Schon die jetzige institutionelle Architektur der Währungsunion sieht vor, dass man über einen Sonderfonds, den Europäischen Stabilitätsmechanismus, Mitgliedstaaten, die glauben, dies zu bedürfen, mit Krediten aushelfen kann. Dieser ESM genannte Stabilitätsmechanismus hat eine finanzielle Feuerkraft von über 400 Milliarden Euro. Und er kann nicht nur Kredite vergeben, sondern was fast noch wichtiger ist, er kann auch vorsorgliche Kreditlinien einräumen, also praktisch Kreditgarantien vergeben, die den Finanzmärkten schon in einem sehr frühen Stadium signalisieren, dass es sich nicht lohnt, über die normalen Bonitäts- und Zinsunterschiede hinaus gegen einen Mitgliedstaat zu spekulieren. Sicherlich sind, und auch das gehört zur Europäischen Währungsunion, solche Kredithilfen der Gemeinschaft mit Auflagen verbunden. Aber in der Krise denkt niemand daran, das mit kurzfristigen Haushaltsauflagen zu erfüllen, sondern es geht hier um Auflagen für Strukturreformen, etwa zur Verbesserung der Effizienz des öffentlichen Sektors, gerade etwa des Gesundheitssektors. Und wenn man das mit Kredithilfen verbinden kann, dann ist das eine gute Form der Zukunftsvorsorge.
Es gibt eine zweite beruhigende Botschaft. Bei keinem Mitgliedsland der Europäischen Union sind die langfristigen Zinsen, die der Staat zu entrichten hat, die zehnjährigen Anleihen, über dem Niveau von 2%. Sie sind sogar meistens weitgehend darunter, etwa bei Italien bei 1,5%. Und Sie wissen aus dem privaten Bereich von Ihrem Unternehmen her, dass im langfristigen Vergleich gesehen, in der langfristigen Perspektive 2% ein sehr niedriges Zinsniveau sind. Es hat also kein Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion, das ist gut zu wissen und die Währungsunion funktioniert hier, kein Mitgliedstaat hat Finanzierungsprobleme. Wo die Probleme sind, das sind die Engpässe bei den sachlichen Kapazitäten, bei den personellen Kapazitäten, in den von der Corona-Krise, von dem Virus besonders gebeutelten Regionen. Und wer hier die Möglichkeiten hat, durch private Einrichtungen oder auch durch Spenden oder durch Aktivierung von Städtepartnerschaften, Regionalpartnerschaften einen Beitrag zu leisten, dass diese personellen und sachlichen Engpässe bei der Gesundheitsvorsorge und bei der medizinischen Behandlung gemildert werden können, der tut ein gutes Werk und ist des Dankes sicher. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles Gute und bleiben Sie gesund. Bleibt gesund und heut zusammen.